Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, ich bin jetzt gerade hier ein bisschen unterwegs, ich bin noch in der Schweiz und gehe jetzt in ein Einkaufszentrum. Mein Freund braucht noch ein paar Sachen für seine Wohnung. Er hat mir auch noch ein bisschen Geld mitgegeben, was ich ausgeben kann für mich selbst. Und genau, da wollte ich euch ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie es hier so aussieht. Denke ich mal nicht anders als in einem deutschen Einkaufszentrum, aber auch so ein bisschen die Preise. Und dann zeige ich euch noch, was ich so gekauft habe. So, ich bin jetzt gerade hier in Coop City. Das kann man so vergleichen wie mit dem Kaufhof in Deutschland. Hier bin ich gerade in der Kleidungsabteilung. Es gibt Spielwaren. Es gibt Essen, Büro, Haushalt. Genau, also hier schlendere ich gerade durch. Und wenn mir was auffällt, zeige ich es euch natürlich. Man muss dazu sagen, hier in der Schweiz haben alle Geschäfte geöffnet, ganz normal. Also hier gibt es nicht so einen harten Lockdown wie in Deutschland. Also ja, Geschäfte haben ganz normal geöffnet und ich habe hier so eine tolle Marke gefunden. Cashmere Collections. Ja, das Kleid gefällt mir hier sehr gut. Aber das ist leider nicht im Sale. Ja, also das kostet 189 Franken und 50% Rhinewolle und 50% Kaschmir. Aber ich habe was im Sale gefunden von der Marke, und zwar diesen Cardigan. Genau, der hat auch 189 Franken gekostet, 50% reduziert. Und fällt mir echt gut. Also ist halt ein grauer Cardigan, aber mit Kaschmiranteil. Das überlege ich mir nochmal. Ich weiß, es ist für Kinder, aber ich liebäugle schon lange mit einer Tonybox, weil da gibt es ja auch ganz viele Disney-Hörspiele von. Und ja, ich mag ja auch Hörspiele und so eine Tonybox, ich weiß, es ist für Kinder, aber irgendwie reizt es mich schon, mir schon jetzt eine zu holen, bevor ich ein Kind habe. Und wenn ich dann ein Kind habe, dann hatte ich schon eine Tonybox. Baby Yoda gibt es auch in der Schweiz. Über den Stoff hier, oder? Den habe ich noch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so der Stofftier-Fan. Was der macht, weiß ich gar nicht. Bewegt sich auf jeden Fall. Was ich an der Schweiz so toll finde, ist, wie viel Suppenauswahl es gibt da oben. Und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Und ich würde mir jetzt wieder eine mitnehmen. Ich glaube, ich probiere heute mal die Tomatensuppe aus. Ansonsten finde ich auch geil hier, sie haben so fertig gemachte Sandwiches. Sieht alles auch super lecker aus. Und sowas hier kostet halt 5 Franken. Rote Beete ist gerade im Angebot. Ja. Es ist nicht günstig, aber ich finde, wenn man kochfaul ist, gibt es hier echt viele Sachen. Hier ein Salat mit Ziegenkäse. Teigen. Sieht auch richtig lecker aus. Ja, wir bestellen aber heute mexikanisch. Deswegen werde ich mir jetzt hier nicht so viel mitholen können. Was mir in der Schweiz schon aufgefallen ist, wie teuer Drogerieartikel sind. Also, ja. Ich sehe jetzt zum Beispiel mein Shampoo. Ja, 3,85 Franken. Ja, also es ist schon wesentlich teurer als in Deutschland. Deswegen verstehe ich auch, wenn die Schweizer bei uns im DM einkaufen gehen. Das ist nämlich wesentlich günstiger. Ja, nach Weihnachten sind ja diese Geschenkpakete auch im Sale. Das ist ja bei uns im DM nicht anders. Nur, dass die halt hier wesentlich teurer sind. Genau, aber hier gibt es auch Sale nach Weihnachten. Werde ich hier schon als CIA betitelt. Ja, also ich habe mir den grauen Cardigan gekauft, den ich euch gezeigt habe. Ansonsten eine Glühbirne für meinen Freund und ein paar Lebensmittel. Genau, kann ich euch später dann in der Wohnung zeigen. Jetzt gehe ich hier gerade noch zu C&A, nämlich auch Sale. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich erst wieder, wenn ich zu Hause bin.
So, meine Ausbeute ist nicht riesig. Mein Freund liebt diese Eistee-Dinger, Cannabis-Eistee. Sind ganz okay. Dann habe ich mir hier so eine Salatsauce gekauft. Kürbiskern-Salatsauce hausgemacht. Bin sehr gespannt, wie die schmeckt. Dann habe ich einen Salat für die Soße. Dann hier einige Ingwer-Shots. Die trinke ich auch in Deutschland sehr gerne morgens. Jeweils ein Baguette, frisches Baguette, Aufbackbaguette. Meine Tomatensuppe habe ich euch ja schon im Supermarkt gezeigt. Dann hier diesen Twinings of London Exotic Mango and Ginger Green Tea. Bin ich sehr gespannt drauf. Und Kirschtomaten. Und für die paar Sachen habe ich 41 Franken bezahlt. So, mein Freund und ich sind wieder unterwegs. Wir fahren gerade in der Gondel. Wir sind alleine, deswegen konnten wir die Masken abnehmen. Auf den Pilatusberg. Der liegt bei Luzern. Ungefähr 2100 Meter hoch. Wir fahren jetzt mit der ersten Gondel zum ersten Zwischenstopp. Irgendwas mit F. Und dann fahren wir nochmal ganz hoch mit so einem Dragon. So einer Dragon-Gondel. Ganz cool. Ja, sind mal gespannt, wie es da oben aussieht. Hier ist es noch sehr, sehr, sehr viel Stadt und sehr viel Häuser. Aber oben ist es bestimmt schon weihnachtlicher. Wir sind jetzt ganz oben auf dem Pilatus und das ist die Aussicht von der einen Seite und die andere Seite ist sehr, sehr viel spektakulärer, aber es ist schon sehr schön hier oben. Und das ist die andere Seite. Ich finde es erstaunlich, wie viele Seen es eigentlich hier in der Schweiz gibt. Das wusste ich gar nicht. Wir sind jetzt wieder vom Pilatusgipfel runter und es hat angefangen zu schneien. Ja, wie es geschneit hat, habe ich dieses Jahr auch noch nicht gesehen. Deswegen ist es ganz schön, aber man kann jetzt leider nicht mehr so weit sehen. Ja, meine Lieben, es sind einige Tage vergangen, seit ich das letzte Mal hier in die Kamera gesprungen habe. Es ist mittlerweile neues Jahr. Erstmal frohes neues Jahr an euch alle. Ja, es ist nichts Spannendes passiert in den letzten Tagen. Silvester war totlangweilig. Wir waren nur zu Hause. Ich war noch nicht mal geschminkt in Jogginghose. Wir haben den ganzen Abend gezockt und dann um 0 Uhr haben wir halt angestoßen, waren kurz draußen. Hier wurde auch ein bisschen geböllert. Ja, ansonsten zurück zu Hause weitergezockt und das war unser Silvesterabend. Also, aber es gab Sushi. Das war richtig geil. Ansonsten bisher ist nichts weiter passiert. Heute ist jetzt der 3. Januar. Heute wollen wir noch spazieren gehen und so. Und dann am Dienstag fahre ich wieder nach Hause. Genau, es gibt nämlich einiges zu tun. Ich muss nämlich erstmal Umzugskartons packen. Mein ganzes Zeug muss eingepackt werden. Das ist der Plan, wenn ich erstmal zurückkomme. Dann muss ich irgendwann noch die Wohnung streichen, die neue. Meine Freundin macht morgen die Schlüsselübergabe in der neuen Wohnung für mich. Das heißt, wir haben dann schon mal die Schlüssel. Dann in den nächsten 1-2 Wochen werden wir dann noch streichen. Und am 19. Januar ist dann der Umzug. Genau, das ist mit Umzugsunternehmen fest eingeplant. Ich würde nie mehr ohne Umzugsunternehmen umziehen, weil die bauen die Möbel ab und bauen sie wieder auf. Meine Kartons packe ich selber und packe ich auch selbst wieder aus, aber dass die Möbel sozusagen auf- und abgebaut, ab- und aufgebaut werden, ist so bequem. Natürlich, es kostet einiges. Wenn euch das mehr interessiert, kann ich das gerne mal in einem nächsten Video machen, wenn ich dann meine Umzugskartons packe. Aber wenn euch das interessiert, was sowas kostet und was alles so inklusive ist, kann ich das gerne euch erzählen.
Ja, genau. Also am 19. ist der Umzug. Dann am 13. Januar habe ich ja Geburtstag, aber das wird dieses Jahr auch nicht wirklich spektakulär. Erstmal bin ich nur 29 und es ist ja Lockdown. Also das heißt, wahrscheinlich werde ich irgendwas für die neue Wohnung machen oder in der neuen Wohnung. Wir werden sehen. Und dann ab 15. Januar fange ich meinen neuen Job an. Habe ich euch noch, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt habe, ich habe es auf Instagram jetzt letztens erwähnt. Ich habe einen neuen Job in derselben Stadt, also weiter in Bonn. Aber meine Stelle wurde sozusagen abgebaut und das heißt, ich musste im Konzern eine neue Stelle finden oder suchen. Die habe ich auch dann gefunden. Und ab 15. Januar geht es los. Ich bin sehr gespannt. Wird auch, glaube ich, eine sehr, sehr stressige Zeit. Also der Januar ist vollgepackt, dann muss ich noch eine Küche bestellen, weil in der neuen Wohnung ist keine Küche. Die müssen wir dann auch noch aufbauen. Ich bestelle meine Küche bei Lidl. Ja. Aber die ist super günstig und komplett mit Elektrogeräten und meine neue Küche. Ich mache euch dann eine Roomtour, wenn ich in der neuen Wohnung bin, wie es leer aussieht. Die Küche ist super, super klein, also ist irgendwie 2,50 Meter mal 2 Meter oder so oder 3 Meter mal 2,50 Meter, so um den Dreh. Also wirklich eine sehr, sehr kleine Küche, deswegen wird es auch eine sehr kleine Küchenzeile. Genau, aber die müssen wir trotzdem selbst aufbauen und das wird dann auch noch stressig. Aber das machen wir alles selbst, also Küche aufbauen, da hilft mein Papa und mein Onkel dabei. Beim Streichen hilft mir meine Freundin und nur für den Umzug habe ich halt ein Umzugsunternehmen. Ja, ansonsten, die nächsten Tage passiert hier auch nicht mehr viel. Wahrscheinlich sehen wir uns dann erst das nächste Mal wieder in Deutschland, wenn ich in meiner Wohnung bin. Ja, also so viel von mir aus der Schweiz. Durch Corona, durch Lockdown ist natürlich auch nicht so viel passiert. Man konnte natürlich in die Berge fahren, aber Restaurants, Bars, etc. pp. Hatte auch alles zu. Natürlich die Geschäfte hatten offen, aber ich brauche jetzt hier auch nicht die Mega-Shopping-Tour machen. Ich war jetzt einmal in diesem, da habe ich euch ja mitgenommen, aber sonst ist hier halt nicht viel. Ne? Also wahrscheinlich sehen wir uns dann erst wieder in Deutschland. Nicht erschrecken. Die nackte Wahrheit. Ja, so sehe ich gerade aus. Ich bin gestern Abend gegen 9:30 bin ich hier angekommen mit dem Auto. Und ich habe noch meinen Bademantel an, weil wir haben Fußbodenheizung hier in der Wohnung. Und ich habe meiner Freundin, die hier war zwischendurch in der Wohnung, vergessen zu sagen, dass sie die Heizung anmachen soll. Und meine Heizung ist deaktiviert von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und es ist immer noch kalt. Also die braucht ein bisschen, um im Fahrzeug zu kommen, die Fußbodenheizung. Deswegen ist mir noch so kalt. Ja, also ich sehe immer noch so top aus. Meine Hauptaufgabe heute wird sein, die Weihnachtsdekos wegzupacken. Also das ist ja einiges. Und genau, das ist heute meine Hauptaufgabe. Ich habe auch noch vor, euch eine Roomtour zu geben, wenn hier alles leer ist. Also wie meine Wohnung. Außer mein Freund war ja, also wollte das ja nie, aber jetzt ziehen wir ja eh aus und dann kann ich euch mal gegen Ende eine Roomtour geben, wie unsere Wohnung hier aussah. Wir leben ja hier auf sehr großem Fuße sozusagen. Ja, aber erstmal ankommen, Käffchen trinken. Wir hören uns später. Ist ein Tag vergangen. Ich habe gestern alle Weihnachtssachen weggeräumt. Ihr seht's, es ist komplett leer. Kein Weihnachtsbaum mehr. Umzugskartons stehen hier schon rum. Sieht schon langsam echt trist aus. Gardinen habe ich gestern abgehangen, deswegen schallt es hier auch schon direkt ein bisschen mehr. Ja, aber ich wollte euch jetzt, bevor ich den Vlog beende, noch einen kleinen Pre-Januar-Haul geben. Es haben nämlich einige Pakete bekommen, als ich weg war. Und das zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich hier diesen Pandora-Mickey-Maus-Anhänger bekommen. Das ist natürlich ein Weihnachtsanhänger, wie man sehen kann. Aber der war super im Sale. Und zwar nur für 19 Euro. Und ich finde ihn richtig süß. Dann habe ich mir noch zwei Ringe bestellt. Aber hier mit so einem kleinen Herzen. Und das sind hier so kleine Kronen. Der Plan ist mit den Ringen, dass ich die kombiniere mit größeren Ringen. Also dass man die sozusagen stackt. Dann haben wir bei Shop Disney UK bestellt. Ich habe es zu einer Freundin schicken lassen in England, weil es die Kollektion, also die sollte es eigentlich in Disneyland Paris geben. Am 12. Februar, 12. April diesen Jahres. Aber da das Disney in den Monaten zu hatte, gab es die Kollektion jetzt aber nur bei Shop Disney in England und in Frankreich. Da habe ich es da bestellt oder wir und zu meiner Freundin geschickt und die hat es jetzt zu mir nach Deutschland geschickt. Und bestellt habe ich einmal diese Euro Disney Tasse. Das ist halt das alte
Design von Euro Disney. Genau, dann einmal diesen Pin. Und ihr konntet schon sehen, einmal den Pullover, ist echt lang, Größe M. Und einmal das passende T-Shirt in auch in Größe M. Genau, also es ist sehr retro. Es ist also, das ist halt das alte Logo. Aber ich finde es als Erinnerung auch echt cool. Angezogen werdet ihr die Sachen dann in meinem Haul sehen. Genau, und dann habe ich noch ein paar Ohren bekommen von Shop Disney. Einmal hier diese Glitzerohren. Man sieht vielleicht, dass einige Pailletten oder Glitzer auch in Mickey-Form ist. Cooles Detail. Und dann habe ich noch hier die Tower of Terror Ohren bekommen. Ja, auch richtig cool. Und als letztes habe ich noch ein paar Schuhe mir bestellt. Und zwar gibt es von Adidas neue Disney-Schuhe. Und ich habe mir letztes Jahr schon ein paar Adidas bestellt. Dieselbe Marke, ich glaube, es ist Superstar. Genau, es ist Superstar. In Rot mit Mickey Mouse. Und ja, die sind super bequem. Ich trage die so, so gern. Deswegen habe ich mir die jetzt hier in Schwarz bestellt. Das andere Paar sieht genauso aus. Man hat nur von der Innenseite Mickey und Minnie. Deswegen finde ich auch sehr dezente Schuhe. Und ja, fallen mir echt gut. Dann noch eine Sache, die nichts mit Disney zu tun hat, aber ich richtig cool finde, sind diese Stiefeletten. Die habe ich bei Zalando bestellt, aber sind von Tamaris. Genau. Und ich finde die mega cool. Dieser breite Absatz. Also hier unten und also ja, richtig coole Stiefel und die waren noch im Sale und da gab es noch zusätzlich Rabatt drauf. Also ja, finde ich richtig cool. Also, sie sind nochmal angezogen sehen auf einem Bein. Natürlich passt jetzt die Leggings überhaupt nicht dazu, aber ja, ihr müsst jetzt über Kopf gucken, ne? Ich wollte es euch ja mal angezogen zeigen, aber es war glaube ich jetzt eher ein Fail. Und im Spiegel ist halt sehr viel Gegenlicht, ne? So. Ist halt sehr dunkel. Aber sehr, sehr coole Schuhe. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Das war's mit dem Vlog. Der nächste folgt bestimmt, weil es gibt ja noch ganz viel zu tun. Ich muss ja in den nächsten Tagen, also ich muss ja erstmal 5 Tage zu Hause bleiben, bevor ich den Test machen kann. Das war die Regelung vor den neuen Regelungen. Und genau, da gehe ich meinen Test machen. Und dann darf ich auch wieder vor die Haustür. Und dann heißt es in der neuen Wohnung renovieren. Also renovieren. Ich muss nur streichen. Das werden wir dann mit meiner Freundin machen. Aber da werde ich euch nicht mitnehmen. Das ist ja nicht so spektakulär. Aber hier muss währenddessen, bin ich ja noch zu Hause, muss alles gepackt werden und so. Da nehme ich euch gerne mit. Die ganzen Ohren werden demnächst alle verschwinden. Genau. Also in den nächsten Wochen steht einiges an. Und natürlich nehme ich euch wieder mit der Kamera mit. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dann!